Hallo, heute möchte ich mit euch dieses schöne Set mal auspacken. Und zwar gibt es ja seit Anfang Juni verschiedene Sets bei Stamping Up für euch zu kaufen. Hier habe ich mir das Set ausgesucht, Kartenset Mein Anker. Und jetzt zeige ich euch mal, was da alles drin ist. Erstmal bekommt ihr hier eine Anleitung. Und hier ist genau alles beschrieben, was man machen soll. Dann sind hier kleine Umschläge, die Kordel, Dimensionals, ein schönes Stempelset, noch ein Umschlag. Dann sind hier auch Verpackungen dabei. Das sind erstmal die Karten zu den Umschlägen. Das sind die Verpackungen. Ein Stamping Spot in Pazifikblau. Ein Acrylblock. Mini Klebepunkte. Und das sind die Stanzteile. Das ist alles mit dabei. Also dieses Set ist natürlich perfekt geeignet für Anfänger. Wenn du noch keine Sachen zum Basteln zu Hause hast und mal anfangen möchtest, für den Urlaub zum Mitnehmen, weil ihr seht, das ist alles in diesem Set mit dabei. Ihr braucht nichts weiter dazu und könnt einfach loslegen. Dann wollen wir mal gucken. Ich würde sagen, ich möchte erstmal die Verpackung mit euch basteln. Und jetzt schaue ich mal. Nee, wir fangen am besten oben an. Also, hier seht ihr, wir brauchen, ach so, eine Schere brauchen wir höchstens, um die Kordel abzuschneiden, ja? Dann wollen wir uns das mal so ein bisschen sortieren. Die Umschläge können erstmal zur Seite. Brauche ich jetzt erstmal so eine Karte. Dann die Kordel. So, die Kordel soll hier einmal rumpassen. Und dann soll man in der Mitte einen Knoten machen. Das machen wir jetzt mal. So. Das ist ein bisschen locker, ein bisschen fester machen. So ist besser. Ein Kreis. Den kann man hier einfach so rausdrücken. Das geht ganz prima. Dann einen Anker. Hier einfach aus. Nee, gar nicht. Der wird hier aufgestempelt. Okay. Spot einfach aufmachen, wenn er denn aufgeht. Na meine Güte, da haben wir aber auch eine Anleitung für.
So, dann kann man einfach hier, so macht man das. Und dann kann man den Anker hier mittig aufstempeln. Das Einzige, was man noch dazu braucht, ist ein Reinigungskissen. Ich habe dieses hier und schon ist der Stempel gleich wieder sauber. Ne? Als nächstes brauchen wir auch gleich einen Spruch. Hier ist ist eigentlich egal, man kann sich das aussuchen, was man möchte. Aber wir brauchen dazu so einen kleinen Aufleger noch. So, dann suche ich mir einen Spruch aus. Dann nehmen wir doch mal, du bist mein Anker. Passt ja irgendwie total, ne? Auch wieder einfärben. Hier die Dimensionals. Drei Stück hier hinten auf den Kreis. So, und hier, ach so, hier sind die Klebepunkte. Okay, dann nehmen wir hier für die Klebepunkte, genauso wie es hier abgebildet ist. Das ist natürlich ganz schön fummelig, am besten so einen Piekser benutzen. Zwei und drei. So, dann kann der Anker, Kreis mit dem Anker hier schon mittig aufgeklebt werden. Und jetzt hier auch die Folie abziehen. Wie geht denn das? Moment. Das ist aber ganz schön fummelig hier, diese kleinen Dinger. So. Und dann kann man das hier aufkleben, schön mittig. Und schon hat man das erste Kärtchen fertig. Ein bisschen kürzen. So. Und dann ist das die erste Karte. Ja, das ist doch schon ganz hübsch. Passt dann in den Umschlag. So, man kann ja schon mal an die Seite. So, die nächste Karte ist die mit den Wellen. Ja gut, jetzt haben sie da, du bist mein Anker drauf, ist egal, ich nehme jetzt da. Dann da den Glückwunsch, dann tauscht man das. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ihr könnt ja die Sprüche untereinander austauschen, wie ihr das wollt. Oder ihr haltet euch ganz genau an die Vorlage. Das ist ja euch überlassen. So, das soll man jetzt erstmal hier aufstempeln. Hier unten unter die Herzchen. Einmal den Glückwunsch aufstempeln. Mal gucken, wie ich auf dem Bild hier. Den Glückwunsch aufstempeln. So, dann brauchen wir hier. Achso, hier ist natürlich auch mal die Länge angegeben. Das hätte ich mal gleich messen sollen.
15,2 cm von dem Band. Dann einen roten Anker. Ja, mein Schreibtisch ist ein bisschen zu klein hier. Deswegen ist das ein wenig chaotisch, aber das geht schon. So, dann Punkt wieder rausdrücken hier. Das ist ja das Schöne, dass alles so vorgestanzt ist. Und dann kann man hier auch das Band durchziehen. Das mache ich mal doppelt. Dann hier durch. Und dann hier durch. Und dann hat man das schon. So. Zum kleinen Knoten. Verschlossen. So, hier sind auch wieder Klebepunkte drauf. 4 Stück. Nehmen wir auch wieder hier in die Mitte. Und dann hier in die Spitze. Jeweils rechts und links ein. Ja, das ist wirklich sehr fummelig. Also es gibt diese Sets in verschiedenen Sorten. Da müsst ihr am besten immer im Online-Shop gucken. Ich verlinke euch den unten. Und da wird immer genau angezeigt, welches Set auch gerade lieferbar ist. Es gibt die Sets in verschiedenen Sprachen. Und da könnt ihr dann mal sehen, was euch da gefällt. Wenn ihr die deutschen Sets möchtet, dann schaut ihr mal, was da verfügbar ist. So, das ist dann die zweite Karte. Dann klappen wir es wieder um. Eigentlich wollte ich euch jetzt auch mal lieber eine Packung zeigen, aber jetzt nicht alle Karten zusammenbasteln, weil ihr sollt ja selber auch dann ein bisschen was basteln, ohne dass ihr das schon vorher alles gesehen habt. Dann nehmen wir uns jetzt mal eine Verpackung. Dann nimmt man einen Teil hiervon und einen Teil davon. Das ist dann hier die Banderole für die Verpackung. Das braucht man einfach nur so ein bisschen hochstellen. Das ist hier auch schon gefalzt und da auch. Na, man sieht das, dann entsteht schon diese Schachtel von ganz alleine. Und hier ist sogar schon das Klebeband aufgebracht. Also das ist ja wohl toll, oder? Besser geht es ja gar nicht. Jetzt falzt man das erstmal alles nach. So, dazu die Laschen einstecken. Dann kann man hier oben das Klebeband abziehen. Stecken und dann das Ganze so nach vorne klappen. Hier auch abziehen. Also das geht ganz einfach. Das ist also für Anfänger geeignet oder auch für Kinder. Das kann man schön zur Beschäftigung für Kinder machen. Wie gesagt, man kann es mit in den Urlaub nehmen. Da gibt es also viele Möglichkeiten. So, und schon eine Verpackung. Die werden wir jetzt noch ein bisschen dekorieren. So, jetzt schaue ich mal. Wir brauchen einen kleinen Kreis. Das sind diese hier. Das auch wieder rausdrücken. Also auf den kleinen Kreis, da wird das kleine Boot drauf gestempelt. Hier so an die Seite.
und ein für dich. Für dich ist hier. Für dich. So, dann auch einen von den ausgestanzten Ankern und auch wieder Band. Und zwar jetzt brauchen wir was, 61 cm. So, mein Lineal ist 30, also dann das Ganze zweimal. Den Anker, dann durch den Kreis. Und schon hat man das miteinander verbunden. Komm mal zu. Das ist aber ziemlich großzügig bemessen hier. Einmal umgewickelt. Ist ja viel zu lang. So. Also das würde ich mir noch ein bisschen kürzen. Das finde ich viel zu lang. Na, und dann hat man hier so ein kleines Päckchen, wo man eine kleine Süßigkeit oder auch ein Geldgeschenk reinpacken kann. Das ist doch niedlich. So, jetzt mache ich mir das aber erstmal ein bisschen kürzer. Also das gefällt mir noch nicht. Das ist mir viel zu lang. Das mache ich gleich mal. Das gefällt mir. So, also das ist ein kleines Päckchen. Hier sind schon mal zwei Karten. Und schon hat man so eine kleine Geschenkidee fertig. Man könnte auch ein paar von den Karten hier reinpacken. Ne, das passt dann alles schön und dann kann man das auch zum Verschenken nehmen. Ich zeige euch das mal. Hier wäre ja dann das Kärtchen in dem Umschlag. Hier genauso. Dann kann man hier reinpacken. Und dann kann man. So natürlich nicht. Blöd, ey. Alter. So, und dann kann man die Karten. Hier schön in die Verpackung reinmachen. So. Und dann hat man ein kleines Geschenk für einen lieben Menschen. Also, wenn du auch gerne mal so ein Set ausprobieren möchtest, schau gerne mal im Online-Shop nach, was es da gerade gibt, ob dieses Set verfügbar ist. Und ansonsten suchst du dir einfach das aus, was dir gefällt und kannst damit schön basteln. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.